jetzt nicht gerade ein Fan von Daniel Ortega. Ich bin aber wahnsinnig interessiert an dem neuen Prozess, den es gibt, vor allem wieder für die Bauern, für die Leute vom Land, für die Frauen. Bin ich gegangen, weil die Revolution gewonnen hat im 79. Das ist die Hauptstraße von Esteli. Da bin ich einfach geblieben. Ich hatte einen Job als Fotografin für eine alternative Presseagentur. Da vorne ist die Esquina de los Bancos. Und alle die vier Banken, die da sind, sind ausgeraubt worden in dem Überfall von Frock. Jetzt habe ich das Foto gemacht, das mit den Säcken rauslaufen, voller Geld. Es hat 50 Tote in einer Nacht. Und dort habe ich so wirklich miterlebt, ganz hautnah, was der Krieg wirklich bedeutet, wenn man auch eben sagt, man muss in die Hose schiessen vor Angst. Einfach in einem richtigen Moment hat mir dann der Pauline, also der Vater von der Alice, wo mein Assistent war, hat mir dann den Kopf abgedruckt auf den Boden und hat mir so das Leben gerettet. Ich bin dann auch über Jahre immer wieder nach Nicaragua, obwohl ich dann auch zwischendrin in Pakistan war oder in Kurdistan oder Türkei oder Palästina. Ich bin immer wieder nach Nicaragua zurück für das Projekt, das ich hatte. Ja. De vuelta. Estamos de vuelta. De regreso. Ich habe jetzt ja auch ein Kind von einem Nicaraguaner. Und das ist für mich eigentlich alles eine geradlinige Geschichte. Ich bin nie angestellt gewesen und habe mich auch nie anstellen lassen, weil ich gefunden habe, ich will die negativ behalten. Ich will selber darüber entscheiden, was mit meiner Arbeit passiert. Ich habe sie da, das ist mein Tresor da, das ist meine Goldgrube. Ich kann heute noch mit Bildern arbeiten, die über 20 Jahre alt sind, schon bald 30 Jahre alt sind. Und das ist natürlich wahnsinnig toll. Also, ich bin mein eigener Chef. Era, era! Wo ist der Lupo? Der Lupo wird fällig. Komm! Halle! So, brav! Bravo, Lupo! Bravo, Lupo! Ah, du bist gebadet, du nasser Köter! Seit längerer Zeit mache ich die Bilder, schon seit fast 20 Jahren. Angefangen beim Val Madris oder bei anderen Alpen, die in Gefahr waren. Da bin ich immer wieder Besuch machen, habe fotografiert, Reportagen gemacht. Ich wollte nur noch wegsäckeln. Ui, das war gerade ein bisschen viel. Ich dachte, wenn nur eine ausschlägt, oder? 800 Kilo. Ich muss ja zum Teil sehr frech sein. Es ist eine Frechheit, die sich aber bezahlt gemacht hat, indem ich merke, dass heute noch Leute Bilder von mir wollen, also international für Publikationen zu gewissen Themen. Und
ich sehe, das sind die Bilder, die jetzt zustande gekommen sind, durch dass ich einfach bis vorne gegangen bin, also bis quasi an Grenzen, wo ich mich selber sogar ein bisschen unbequem gefühlt habe, weil ich jetzt so frech war, aber es hat sich gelohnt. Ein wichtiges Foto habe ich gemacht von der Garage oben runter, wo wir am 24. Dezember 1980, wo die Leute wieder rein ins AJZ wollten, weil es zu war. Und dann nachher ist die Polizei gekommen und hat einfach das ganze AJZ total eingeräuchert mit Tränengas. Und die Leute sind also krank gewesen, ich auch. Und ich hatte nachher eine Lungenentzündung, weil sie einfach aufgespritzt haben, alle Journalisten abgespritzt mit Tränengas. Und das war ein wahnsinniges Ereignis gewesen. Ja, ich bin ein bisschen wehmütig. Ich muss sagen, es ist eine traurige Geschichte. Vor allem ist der Platz leer. Es steht nichts drauf. Und der Platz steht 80% der Zeit leer.